die Hände unter dieses Schwarzlicht gehalten werden. Und dann sieht man die Handbereiche, die gut desinfiziert worden sind, die leuchten. Und die Handbereiche, die außen vor geblieben sind, die sind dann dunkel zu sehen. Auch das eine Möglichkeit zur Selbstkontrolle. Was es noch gibt, ist ein Naturfarbstoff, der aufgebracht werden kann. Das kann man dann auch sehr gut in einer Gruppe rund um einen Tisch vielleicht durchführen. Und dann wird diese Testsubstanz so verrieben, wie man normalerweise auch seine Hände desinfizieren würde, und wartet dann eine Minute ab. Und dann passiert ein Farbumschlag. Und an diesem Farbumschlag in so einem rot-lilanen Bereich kann man dann sehen, ob ausreichend alle Handbereiche desinfiziert worden sind. Und da kann man dann im Anschluss natürlich auch wieder selbstständig auswerten, wo sind dann meine persönlichen Bereiche, die vielleicht Lücken aufweisen und die dann beim nächsten Mal nochmal besonders im Auge haben. Und der Vorteil dieser Maßnahme ist, dass im Anschluss daran gleich noch eine weitere Testsubstanz aufgebracht wird, die dann diesen Farbumschlag auf den Händen wieder rückgängig macht. Und dann hat man praktisch zweimal hintereinander, kann man gleich nochmal die Kontrolle durchführen, ob man jetzt alle Bereiche auch gut erwischt hat. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt des Hautschutzhauses, zu den Handschuhen. Da gebe ich jetzt noch mal die Frage an Frau Koban, bevor wir damit starten. Sind noch Fragen im Chat aufgekommen? Ja, genau. Es wurde noch nach den Testsubstanzen gefragt. Ich denke mal, es war in erster Linie die Testsubstanzen zum Händewaschen gemeint. Aber vielleicht können Sie es auch sagen, wo man die anderen Testsubstanzen herbekommt, die Sie jetzt zuletzt gesagt haben. Also im Grunde genommen ist es ganz einfach. Man braucht nur ins Internet gehen und einmal den Suchbegriff Handwaschtraining eingeben oder Händedesinfektionstraining eingeben. Und dann kommen gleich Hersteller, die hierzu entsprechende Substanzen anbieten. Also darüber kann man das sehr leicht rausfinden. Okay, und dann war noch die Frage, die kam aber auch schon relativ zu Beginn, Schulungen zur Hygiene, vor allem die Händedesinfektion, sind bei uns Corona-bedingt wichtiger geworden. Und ob es noch Tipps gibt, um das auch abwechslungsreich zu gestalten? Jetzt hatten Sie ja schon einige genannt. Ich weiß nicht, gibt es noch mehr? Ja, also gut ist es tatsächlich, sowas immer wieder in der Gruppe zu üben und dabei natürlich auch noch mit zu berücksichtigen, dass die Hände bei der Händedesinfektion trocken sind, dass die nicht feucht sind, damit es nicht noch zu so einem Verdünnungseffekt kommt. Die Zeit muss natürlich eingehalten werden, die auf das spezifische Händedesinfektionsmittel dort beschrieben ist. In der Regel sind es 30 Sekunden. Mit diesen 30 Sekunden dann praktisch alle Bereiche der Hände einreiben und befeuchten. Ja, das sind die Sachen, die hier insbesondere nochmal in der Ergänzung wichtig sind. Es kann natürlich auch sein, dass es bestimmte Arbeitsbereiche gibt, eher dann vielleicht in dem pflegerischen Bereich noch, wo vielleicht Unterstützung bei Menschen, zu betreuenden Menschen geleistet wird, dass bestimmte Wirkungsbereiche der Händedesinfektionsmittel auch nochmal eine Rolle spielen, also dass dann nochmal ausgewählt wird zwischen viroziden Produkten oder begrenzt viroziden Produkten. Also auch das ist nochmal ein Aspekt, der berücksichtigt werden müsste. Weitere Fragen gibt es erstmal nicht. Okay, danke schön. Dann kommen wir zum Abschnitt der Handschuhe. Und ich würde Ihnen gerne einmal einen kurzen Überblick erstmal geben über verschiedenste Handschuhe und auch Materialien. Und dann habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht, die ich Ihnen dann nochmal zeigen kann. Also wir unterscheiden einmal Handschuhe, die zum Beispiel im Kontakt mit Erregern, aber auch mit hautreizenden Lebensmitteln oder mit Wasser eingesetzt werden. Und wie der Name schon sagt, Einmalhandschuhe, die werden dann nach der einmaligen Anwendung auch verworfen. Dann gibt es Handschuhe, die vor Chemikalien schützen sollen.
Und das sind sogenannte chemikalienbeständige Schutzhandschuhe. Hier gibt es auch bestimmte Normen, die dahinter stehen, dass die Handschuhe dann auch bestimmte Anforderungen einfach erfüllen müssen. Und bei diesen chemikalienbeständigen Schutzhandschuhen ist es so, dass die häufig etwas dicker im Material sind. Aber auch hier gibt es Mehrweghandschuhe und auch Einweghandschuhe. Für die Arbeitsbereiche, wo es um Verschmutzungen geht oder auch mechanische Belastungen, also vor allem in den handwerklichen Werkstattbereichen, gibt es auch teilbeschichtete Schutzhandschuhe, die dann vor diesen mechanischen Belastungen schützen können. Und hier gibt es auch eine sehr große Vielfalt. Und was man noch unterziehen kann, insbesondere bei dem Tragen von Vollgummihandschuhen, Baumwollunterziehhandschuhe, die den Schweiß aufsaugen und damit das Klima in den Handschuhen verbessern können. Und da habe ich Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht. Sie sehen jetzt hier einen Baumwollhandschuh, der ist auch nahtfrei. Also darauf sollte dann geachtet werden, dass die Baumwollhandschuhe keine Nähte haben, um nicht noch zusätzlich vielleicht Druckstellen auszuüben. Die können auch gewaschen und wieder aufbereitet werden und können damit ja, immer wieder auch verwendet werden. Diese teilbeschichteten Handschuhe habe ich angesprochen. Sie sehen, also es gibt Modelle, die nur über die Fingerkuppen rübergehen. Es gibt aber auch Modelle, je nachdem, mit welchen Werkstoffen gearbeitet wird oder im Garten gearbeitet wird, die dann höher beschichtet sind. Oder wenn es Arbeitsbereiche gibt, wo ein Schnittschutz wichtig ist, gibt es auch Produkte, die dann so einen Schnittschutz gewährleisten. Für den Gartenbereich, das kennen Sie sicherlich, auch solche Art der Handschuhe, die aussehen, als ob sie hier aus Leder sind. Wir haben manchmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Leder nicht so gut vertragen. Da gibt es Alternativen, wo dieses Material dann aus Nitril ist und damit hautverträglicher. Oder auch für den Gartenaußenbereich gefütterte Handschuhe im Winter wichtig, weil auch Kälte ein wichtiger Einflussfaktor ist auf die Haut, der sich negativ auswirken kann, auch wichtig immer vor Kälte sich zu schützen. Und dann hier zu sehen nochmal Beispiele von chemikalienbeständigen Schutzhandschuhen, die es in unterschiedlichsten Materialien geben kann. Und ein Tipp, den man hier geben kann, ist, dass so eine Stulpe umgeschlagen wird und damit der Handschuh praktisch wie so eine Regenrinne hat und das Wasser und die Reinigungssubstanz nicht den Unterarm hinunterläuft und dann vielleicht von oben wieder in den Handschuh zurück, kann man diese Stulpe umschlagen, mit der man dann das gut verhindern kann. Manchmal haben wir auch Arbeitsbereiche, wo die Mitarbeitenden tiefer in Becken vielleicht reingreifen müssen, ist eher im Spülbereich. Wenn es da keine technische Lösung gibt, so ein Spülbecken anzuheben mit einem Sieb, gibt es aber auch Handschuhe, die dann noch eine verlängerte Stulpe haben, so einen verlängerten Schaft haben. Entscheidend ist immer in der Auswahl der Handschuhe, mit welchem Gefahrstoff habe ich Kontakt. Muss ich mich vor Verschmutzung schützen? Muss ich mich vor Verletzungen schützen? Muss ich mich vor Chemikalien schützen? Entsprechend müssen dann die Handschuhe ausgewählt werden und dann auch diese entsprechenden Anforderungen erfüllen. Und hier nochmal die Beispiele der Einmalhandschuhe, die eingangs zu sehen waren. Also hier haben wir auch eine Vielfalt von Materialien. Und das Material, was sich im Moment eigentlich am stärksten durchsetzt, ist das Nitrilmaterial. Und hier ist ein Beispiel mal eines blau eingefärbten Handschuhs. Das ist vielleicht noch mal interessant für die Küchenbereiche. Da hatte man sich mal in der lebensmittelverarbeitenden Industrie auf eine Blaufärbung von Handschuhen geeinigt, die dort so zu verwenden, falls doch mal bei der Zubereitung ein kleiner Schnipsel eines Handschuhs irgendwie verloren geht in dem zubereiteten Lebensmittel, dass man das schnell wiederfinden kann, weil blaue Lebensmittel haben wir sehr selten. Dann findet man
diese Abrisse, die unter Umständen passieren können, dann auch relativ gut wieder, kann man die dann rausfischen sozusagen. Ja, soweit zu den Handschuhen. Und damit nochmal zusammengefasst diese Tipps. Man sollte Handschuhe nur tragen, wenn es wirklich erforderlich ist. Die Hände sollten trocken sein, wenn in die Handschuhe reingeschlüpft wird. Nicht, dass schon die Feuchtigkeit praktisch mit reingebracht wird. Die Baumwollhandschuhe hatten wir angesprochen. Bei längeren Tragezeiten machen die Sinn. Auch wenn die Handschuhe innen feucht sind, sollten sie gewechselt werden. Stulpe hatte ich Ihnen gezeigt. Und einmal Handschuhe nur einmal benutzen, das hatten wir auch besprochen. So, und jetzt ist natürlich für Sie vielleicht nochmal von besonderem Interesse, wo Sie all diese Informationen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, und auch vielleicht so eine Fotostrecken, die Sie gesehen haben, wo Sie die wiederfinden können und wo Sie dann diese auch nutzen können zum Einsetzen in Anleitungs- und auch Unterweisungssituation. Und die finden Sie in unseren Hautschutz- und Handyhygieneplänen in leichter Sprache. Da haben wir jetzt mittlerweile 5 für den Reinigungsbereich, Küche, Garten und neuer auch für die Metallwerkstatt und die Wäscherei. Diese Materialien können Sie sehr gut dafür nutzen. Und vielleicht kennen Sie auch für die allgemeinen Hygieneregeln zum Schutz vor Corona, gibt es auch ein sehr schönes Plakat in leichter Sprache bei der BGW, was man bestellen und auch runterladen kann. Und wenn Sie noch weitere Anregungen benötigen von Anleitungsmaterialien, habe ich Ihnen hier 2 Beispiele aus dem Universum Verlag nochmal mitgebracht, die ich sehr schön finde, wo es einmal nochmal um die Sauberkeit bei der Arbeit geht und Schutz für die Haut, wo man auch nochmal sehr schöne Anleitungssituationen ableiten kann. Und damit nochmal meine Rückfrage an Frau Koban, bevor ich mich verabschiede, ob nochmal Fragen eingegangen sind. Ja, eine Frage ist noch eingegangen. Ich hoffe, wir schaffen es noch, bevor wir abgeschaltet werden zur Pause. Was ist von dem neuen Material Vitril bei den Einmalhandschuhen zu halten? Können Sie dazu etwas sagen? Ich habe den Begriff jetzt nicht verstanden. Vitril oder Nitril? Vitril. Also ich vermute, aus der Namensgebung wird es eine Mischung sein aus Vinyl und Nitril. Dazu kann ich jetzt allgemein erstmal nichts sagen, müsste ich mir konkret so ein Produktdatenblatt solch eines Handschuhs angucken, kann ich jetzt keine Aussage zu treffen, welche Bereiche sozusagen damit abgedeckt werden können oder welche Normen auch diese Handschuhe erfüllen können. Alles klar. Gut, dann vielen Dank für die Antwort. Weitere Fragen sind nicht eingegangen. Vom Zeitplan her ist jetzt unsere Bildschirmpause dran, 10 Minuten, und dann sehen wir uns wieder hier 14.55 Uhr zu unserem zweiten Vortrag. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung des Hautschutzes am Arbeitsplatz, aber natürlich auch zu Hause. Auf Wiedersehen.